Mein Name ist Ulrike, ich bin Vermittlerin an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Ich beginne mit einem Bild und einer Textpassage aus dem Buch Die Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen von Hans Marschalek. Das Eintreffen der ersten sowjetischen Kriegsgefangenen am 20. Oktober 1941. Die sowjetischen Kriegsgefangenen wurden innerhalb des Lagers von deutschen und österreichischen Häftlingen, sogenannten Lagerpolizisten, bewacht. Die Lagerpolizisten, in eine wehrmachtsähnliche Uniform gekleidet, trugen einen weißen Spitzhelm und einen langen Säbel. Dieses Bild und der Text gehören zu den wenigen Hinweisen, die wir zur Lagerpolizei des KZ Mauthausen haben. Die Lagerpolizei hatte Order von der SS, im Lager unter den Häftlingen für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Mit ihren weißen Spitzhelmen waren sie weithin gut sichtbar und hoben sich von all den anderen Häftlingen gut ab. Die weißen Spitzhelme waren aber auch ein Symbol für Macht und Autorität. Das zeigte sich in der Gewaltbereitschaft der Lagerpolizei. Unter den Mitgefangenen waren die Lagerpolizisten gefürchtet. Kommen wir nun zu den Objekten. Drei Spitzhelme der Lagerpolizei. Diese wurden geborgen im Jahr 2002 bei den Bauarbeiten für das Besucherzentrum. Ursprünglich waren das jedoch Helme der Reichswehr aus dem Ersten Weltkrieg. Erst später wurden den Helmen diese Spitze aufgeschweißt und sie wurden weiß lackiert. Jahrzehntelange Korrosion bewirkte, dass diese weiße Farbe verloren ging. Sie blätterte ab, dennoch haben wir gewisse Reste, die wir ausnehmen können. Interessant ist noch, dass auf etwa der Schläfenhöhe die Helme Luftbolzen hatten. Die waren links und rechts angebracht. Auf der Innenseite der Helme, da möchte ich jetzt diesen Helm nehmen, da kann man das noch sehr gut sehen, waren entweder ein Knopf, eine Öse oder eine Schlaufe angebracht, wo der Kinnriemen befestigt wurde. Wenn wir noch einmal einen Blick auf das Bild machen, so können wir den Kinnriemen am weißen Spitzhelm sehr gut erkennen. Obwohl diese Helme militärische Altstücke waren und aus dem Ersten Weltkrieg stammen, spielten sie in der Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen eine bedeutende Rolle.